Kurz vor dem Season 4 Start von DMZ bzw. von Warzone 2 aka Warzone ist es jetzt soweit. Schlag für Schlag kommen die News raus und 24 Stunden vor Start kam jetzt die Battle Pass News raus. Der Black Cell Pass erhältlich und wir zeigen euch einmal, was alles drin ist und was man bei rausbekommt. Den Battle Pass gibt es wieder in drei Varianten und zwar einmal die kostenlose Variante. Hier schaltet ihr alle Waffen frei, so zum Beispiel auch das neue Sturmgewehr, was jetzt schon Metapotenzial hat, so wie es aussieht. Dann für 1100 Codepunkte den kompletten Battle Pass. Hier bekommt ihr alle Skins, alle Operator, alle Blueprints und vor allem am Ende des Tages 1400 Codepunkte, wenn ihr den Battle Pass komplett durchspielt. Das heißt, ihr bekommt sozusagen ein Plus von 300 Codepunkten. Also dieses Paket lohnt sich sicherlich am meisten. Und dann gibt es die dritte Variante, das ist die Black Cell Variante. Die wird wieder 30 Euro kosten. Und hier bekommt ihr für viele Skins und Operator einmal die Black Cell Variante. Ist also sozusagen ein optisches Upgrade für die Liebhaber der Black Cell Varianten. Aber was ist jetzt eigentlich da drin? Fangen wir an mit der Black Cell Variante. Und zwar ist es so, dass ihr hier erstmal 1100 Codepunkte zusätzlich bekommt zu diesen 1400. Dazu bekommt ihr hier auch einen Parachute. Und zwar ist es so, dass ihr erstmalig einen Effekt bekommt, also sozusagen eine Trail. Also das Ganze hinterlässt einen Schweif bei der Landung. Das ist erstmal, leider ist das jetzt Black Cell exklusiv. Das heißt, diesen besonderen Augenschmaus kriegt man nur in der Black Cell Variante. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Kaufgrund sein könnte für viele Battle Royale Spieler. Vor allem, weil es das erste Mal ist, dass es sowas gibt. Dann bekommt ihr wieder einen extra Startplatz im Battle Pass, also das System ist ja dasselbe, man schaltet jeweils diese Sektoren frei und kann sich dann durcharbeiten durch die Belohnungen, die man am schnellsten haben möchte, bekommt hier wieder einen besonderen Startpunkt für die Black Cell Variante und natürlich gibt es hier noch spezielle Varianten für die Blueprint und für die Operator Skins in der Black Cell Variante sowie einen besonderen Operator, der dann Effekte haben wird auf der Waffe, also Tracer Rounds schießen wird. Man sagt, das sind schwarz-goldene Effekte. Also interessant, mal sehen, wie das dann aussehen wird. In beiden Varianten sind 20 Skips dabei, also ihr könnt 20 Stufen direkt überspringen, was natürlich sehr cool ist, wenn ihr ein bestimmtes Item sofort haben möchtet. Und für PlayStation-Besitzer wieder der Bonus von 5, also hier habt ihr 25 Skips, könnt also 25 Stufen direkt freischalten. Upgrades sind hier jederzeit möglich, also man muss nicht direkt diesen Battle Pass kaufen oder sogar die Black Cell Variante. Ihr könnt jederzeit von der normalen Variante auf die Black Cell upgraden oder von der kostenlosen auf die 1100 Codepunkte Variante. Kommen wir zu einem neuen Operator und zwar heißt dieser IO, wenn ich es richtig ausspreche, IO. Und zwar ist dieser genau wie Atom aus dem letzten Battle Pass, nur in der Black Cell Variante erhältlich. Und man sagt auch, er wird auch langfristig nicht aus dem Shop erhältlich sein. Also sozusagen etwas, was in der Black Cell Variante exklusiv bleiben wird. Sieht ganz nice aus und ist eine Belohnung nur für die Black Cell Variante. Der nächste Operator ist Nikto. Links sehen wir einmal die normale Variante und rechts die Black Cell Variante. Sehr, sehr interessant hier ist der Page auf dem Arm. Hier erkennen wir die neue Phalanx, also die neue Fraktion aus DMZ. In der Beschreibung zu diesem Charakter wird nichts verraten. Also das wird spannend zu sehen sein, wie sich das alles miteinander verknüpft. Und ja, es ist schön, dass man diesen Charakter sofort bekommt. Also wenn man einen Battle Pass bekommt, dann kann man sofort diesen ersten Block freischalten und bekommt hier auch dazu noch einen Waffenbildschirm. Plus eine SMG, also damit kann man dann sozusagen direkt durchstarten. Die neue Waffe, die Tempos, wird es geben in Sektor D13 und die ist komplett kostenlos, also für jedermann erhältlich. Wichtig ist, dass man sich die D13 merkt, weil ich glaube, dass diese Waffe wirklich stark werden kann. Und wenn man sich eine neue SMG regulär freischalten will, sozusagen ohne diesen Sonderplatz eben angesprochen, dann merken wir uns D19. Hier wird es die neue Waffe geben, auch kostenlos für alle. Als nächstes zeigen sie uns noch eine Blueprint und zwar die SMG Blueprint auf Sektor D1 und das Spannende ist hier, ja, die gibt es komplett kostenlos. Das heißt, das ist nicht mal Battle Pass exklusiv, die bekommt tatsächlich jeder. Ist eine coole Sache, finde ich, dass man hier auch Blueprints komplett kostenlos rausgibt. Und unten drunter sehen wir die Black Cell Variante, das Ganze heißt No Tomorrow, also kein Morgen und ist die SMG Blueprint. In Sektor D6 bekommen jetzt die Battle Pass Besitzer diese schöne Blueprint Heavy Weight und drunter sehen wir die Black Cell Variante, eine schöne Sniper Blueprint und in Sektor D11 bekommen wir die Raining Death, also es regnet den Tod und das ist für die Armbrust. Ja gut, ich weiß nicht, wer von euch noch die Armbrust spielt, ich musste sie jetzt letztens spielen für meine Challenge für Multiplayer Camos. Da hätte ich diese Blueprint echt gerne gespielt, aber ja, ansonsten bin ich ehrlich gesagt nicht so der Armbrust-Fan. Alejandro ist auch wieder dabei, in Sektor DC bekommen wir seine Skin, wie links wieder die normale Version und rechts die Black Cell Variante, also man erkennt ja gar nicht sein Gesicht, ist komplett maskiert, sieht auf jeden Fall ganz nett aus, Alejandro auf D10.
Und zu Alejandro gehört natürlich auch Valeria. Und Valeria finden wir dann auf D12. Links die normale Variante, rechts die Black Cell Variante. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so das Gefühl, dass die normale Variante hier in diesem Fall besser ist. Also auf den ersten Blick gefällt mir tatsächlich die Battle Pass Variante besser als die Black Cell Variante. Das ist natürlich Geschmackssache. Cleo hatte in DMZ Season 3 noch ein exklusives Skin. Ich habe ja überlegt, ob ich hier noch hole, habe es dann doch sein gelassen. Aber jetzt kriegen wir sie auch im Battle Pass, und zwar die Ocean Fog. Und zwar links wieder die normale Variante und rechts die Black Cell Variante. Sieht auch ganz nice aus und ja, vielleicht sogar, ehrlich gesagt, das gefällt mir schon wesentlich besser als die DMZ-Skin, die wir bekommen hätten. Also rein Geschmackssache jetzt natürlich auch wieder, aber gefällt mir ganz cool. Für die Ghost-Fans natürlich auch wieder was dabei. Sektor D20 hat den Desert-Ghost-Skin. Links wieder die normale Variante, rechts die Black-Variante. Rechts sieht ein bisschen merkwürdig aus, so mit diesem goldenen Zug ins Auge und irgendwie ist so ein bisschen verzogen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch sieht das Ganze noch ein bisschen markanter aus. Also hier gefällt mir definitiv die Black-Variante besser. Und was wir noch zeigen können, ist für das komplette Beenden des Battle Passes. Sehen wir hier oben rechts, also bei 100% Vollendung des Battle Passes bekommen wir wieder eine Sonderbelohnung. Und zwar ist hier die Assault Rifle aus Sturmgewehr und Uninvited Guest, also nicht eingeladener Gast dabei. Hier wieder die normale Variante und die Black Cell Variante. So wie jetzt nochmal den neuen Operator Nikto in spezieller Variante. Links wieder normal und rechts Black Cell. Ja, und das sieht schon sehr, sehr cool aus. Tatsächlich in dem Fall jetzt wahrscheinlich, man muss es sehen, wie es im Spiel aussieht. Aber auch hier würde ich auf den ersten Blick sagen, dass mir persönlich die Battle Pass Variante besser gefällt als die Black Cell Variante. Ist natürlich auch wieder reine Geschmackssache. Aber das heißt, am Ende des Tages hätten wir mit Black Cell sozusagen 4 Skins für den Nikto. Aber das ist noch nicht alles. Und zwar haben sie sich dieses Mal etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Wenn es nämlich vollendet ist, also wenn wir den Battle Pass komplett haben, ist noch nicht Schluss. Und zwar ist es so, dass du mit Season 4, also sobald wir sozusagen Season 4 Reloaded erreichen, also ein Monat ungefähr in der Zeit vergeht, dann bekommen wir eine weitere Belohnung. Und zwar schaltet dann die mit Season 4 ein weiteres Feld frei im Battle Pass. Ganz cool, sowas gab es auch noch nicht. Und ja, bin gespannt, welche Belohnung es dann geben wird. Also zur Mid-Season gibt es sozusagen für den Pass, den wir haben, dann noch eine weitere Belohnung, ein weiteres Feld, beziehungsweise 4 neue Belohnungen dann da drin. Wenn man sich jetzt nochmal dieses Intro-Video anguckt, dann sehen wir hier, dass der Champ hier einen reaktiven Umhang haben könnte, was besonders geil aussieht. Für mich ist es in diesem Fall auch klar, dass ich mir die Black Cell-Variante hole, aber ich sage auch ganz klar, die beste Variante oder die kosteneffektivste Variante ist natürlich wieder die 1100 Codpunkte Variante mit die 1000 dazu. Und ihr seht auch hier, was für Blueprints dabei sind. Sieht schon teilweise absolut sick aus und definitiv meiner Meinung nach eine Verbesserung zu der letzten Black Cell Variante, wo man wirklich drüber streiten könnte, ob sich das überhaupt gelohnt hat. Also ich glaube, da hat man nichts falsch gemacht, wenn man sich Black Cell nicht geholt hat. Obwohl schon ein paar nette Sachen dabei waren, aber es war jetzt nicht so was richtig Krasses mit Wow-Effekt. Und hier auch diese Skin, die wir jetzt wieder sehen hier und diese auch. Da sind schon ein paar sehr, 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 sehr nette Sachen dabei. Ich bin gespannt, wie viel am Ende wirklich davon im normalen Battle Pass sein wird und wie viel da nochmal in der Blackstyle-Variante. Aber auf jeden Fall scheint es sich hier für die Liebhaber der Cosmetics ein wenig mehr zu lohnen, wer so Richtung Blackstyle tendiert, als in der letzten Season. Vor allem, wenn ich diesen reaktiven Umhang ansehe. Also, da bin ich wirklich gespannt, wie das dann in-game aussehen wird. Wenn wir schon mal im Geld versenken sind, dann gucken wir uns noch ein paar Pakete an, die sie jetzt announced haben. Und zwar gibt es hier einmal das Crash Bandicoot Tracer Pack. Ja cool, es scheint eine Kooperation zu geben mit Crash Bandicoot. Und das Ganze wird 1800 Codpunkte kosten. Mal sehen, was da alles drin ist. Aber witzig auf jeden Fall. Wobei wir eher The Boys erwartet hätten. Das kommt vielleicht erst später oder sogar erst mit Season 4. Auf jeden Fall hier Crash Bandicoot führt die ganze Reihe erstmal an. Und das nächste ist hier noch das Pro Pack 5 Griffin. Könnte auch ganz nice werden. Dann haben wir das Cyberride 2 Tracer Pack. Ja, man sieht schon, das wird alles immer leuchtender und heller. Interessant, in welche Richtung sie dann gehen. Und dann, das kennen wir schon etwas länger, wurde schon vor längerer Zeit angekündigt, wer es mitbekommen hat, das Magma Flow Tracer Pack. Das ist ziemlich krass, aber das wird auch teuer. Ähnlich wie dieses letzte Pack, ich weiß nicht mehr genau, dieses blaue, was ultra viel gekostet hat, mit diesen elektrischen Effekten. Genauso wird das hier auch 3000 Cockpunkte kosten. Also das ist wieder so ein super Premium-Pack, Magma Flow. Und ja, da werden halt jede Menge Effekte an Bord sein. Und last but not least haben wir noch Ghost of Akihabara. Also der sieht richtig cool aus. Bin auch mal gespannt, wie das dann alles in-game aussehen wird.
Das ist wieder ein normales Pack natürlich. Und ja, das ist mal eine coole Ghost-Variante. Also sie scheinen hier doch sehr, sehr viel, so Ghost-Sachen zu bringen. Finde ich ganz cool. Aber das eine Ding haben wir noch hier, und zwar Tracer-Pack. Also auch wieder mit Effekten, allen drum und dran. Jetzt kann ich das nicht richtig aussprechen. Cthulhu? Eigentlich ja Cthulhu. Jedenfalls ist das wieder eine Skin für König. Sieht sehr, 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 sehr geil aus. So eine dämonische Skin. Deep Lord nennt er sich. Und ja, auch hier sind wir gespannt, was drin sein wird. Also, es scheinen ein paar nette Sachen zu kommen. Ich bin gespannt. Entscheidet euch weise, wenn ihr euch irgendwas holt. Und ja, ich freue mich auf Seasons 4 Start. Wünsche euch viel Spaß und sage an dieser Stelle hasta luego und hasta la vista.